Heidi ho zu Shadow of the Tomb Raider. Eine Hälfte von dieser Türe haben wir schon aufgekriegt. Jetzt muss Martin die zweite aufrätseln. Kannst du vielleicht durchschießen? Nee, ne? Nö. Nö, sagt der Michi. Vielleicht irgendwas mit Tauchen. So, wir sind jetzt hier. Diesen rechten Teil der Höhle haben wir eigentlich gecleared, würde ich sagen. Das ja, ist ein ich würde jetzt auch eher annehmen, das ist halt eher auf der linken Seite. Diesen Drachenköpfen und dem Wasser. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal durchkommen. Hier ist ja alles abgesperrt. Mit weiß ich nicht was. Vielleicht hier unten durchtauchen, meinst du? Ja, das ist aber halt das, was die Crew hier nicht so traurig macht, weil das ist das bisschen Holzverschlag, das nicht jeden Abend abgefackelt wird. Kann ich unter Wasser schießen? Nee. Das sieht so ein bisschen so aus, ne? Das müsste man. Oder könnte man eventuell. Muss ein Torpedo abschießen. Bim! Find's ja auch noch. Bim! Kannst du durch das Rad da durchtauchen? Musst du kurz überlegen, ob du das hast mit der, ja. Ja, mit der Torpedo-Geschichte von der Lahn. Ja, das war ich. Martin will darauf raus, dass meine gemeinen... Ein Lahn-Trauma. Meine gemeinen Freunde damals auf einer gemeinsamen Keller-Lahn den Moment genutzt haben, wo ich kurz Kaffee gemacht habe, angefangen haben, Silent Hunter zu spielen. Ein Spiel, was halt auch so, wenn man es normal spielt, schon irgendwie stundenlange Partien irgendwie hat. Dann haben die es irgendwie hinkriegt, sich in den ersten paar Minuten alle gegenseitig entweder so zu rammen oder so zu treffen, dass von allen nur noch die Hecktorpedo-Schächte funktionieren. Dann haben die darauf bestanden, dass sie das jetzt spielen, bis es zu Ende ist. Mit U-Booten, die nur nach hinten schießen können. Das ist, wie lange das gedauert hat. Stunden. Irgendwann hat immer Pech bei den Nahen. Es ist immer so, dass irgendein Spiel startet und einer gerade noch gepennt hat und weg war. Und dann zugucken muss, bis die Partie zu Ende geht. Ja. Und Empire zwar, Earth dauert nicht lange eine Runde. Ja. Wir sehen uns nachher. Ja, danke. Im Zweifel muss er in der Zwischenzeit eh nochmal Windows Millennium neu installieren. Höchststrafe. Tja, wer noch mehr geile LAN-Geschichten hören möchte und das verpasst hat, sollte natürlich mal in unsere GT Talk Playlist auf YouTube gucken. Oder, falls es noch Leute gibt, die das verpasst haben, was haben wir denn noch, Michi? Unseren Podcast haben wir unser natürlich Podcast. Verpasst. Also da gibt's The Best of Old GT Talk and the Whole New Stuff als Podcast auf iTunes, auf Spotify und auf solchen komischen Portalen, wo man sowas nicht hat. Also so einfach RSS-gestützte Podcast-Portale. Genau, das gibt's überall. Einfach nach GameTube oder GT Talk suchen und dann findet ihr uns da. Geiler Scheiß. Und das habe ich mit Daniel letztens schon drüber gesprochen, dass wir gar nicht so scheiße sind. Das ist wirklich unser Podcast. Ganz cool sind und ich mich wirklich auch immer drüber freue, wenn dann Podcasts von dir und Michi oder dir und also einen also von die euch besten Podcasts sind die Podcasts hier, von mir Schnauze. Und Michi. Das muss ich ehrlich sagen. Michi und Michi habe ich vielleicht hier gerade Fischtakus am Hals? Ah, sie ist für mich gestorben, weil ich eben nicht so geschämt habe. Oh Mann. Also von irgendeinem Podcast-Konstellation, wo ich nicht dabei bin, weil ich tatsächlich das gerne höre, wenn ihr über ein Thema redet. Das ist immer ganz cooles eigentlich. Das ist also quasi, was Martin jetzt gerade macht, nur so halbes Eigenlob. Ja. Das ist nicht, das ist valide, das geht valide noch. Bewertung, ja. Ja. Ich habe uns schon 5 Sterne gegeben. Da oben ist der. Nice. Von der Seite. Oh, noch. Ah, also noch nicht. Oh, au. Das war vorhin nicht so, dass die gleichzeitig, weil ich glaube ich schon gehen vielleicht mal hinter dir die Treppe runter. Die kommen gleich wieder an, fallen die in die Seite. Erstmal will ich die loswerden. Was? Sehr gut. Ja, jetzt kamen die einfach nicht. Ich glaube, weil ich eben schon dahin gestiefelt bin an die Kante, dann habe ich gedacht, okay, dann nutze ich einfach das nochmal gleich hier. Dann kommt, Boys. Jetzt kommen sie natürlich noch nicht. Jetzt schreien sie. Ja, sehr gut. Einen schon mal gleich weggeräumt und den nächsten hier aber auch gleich mit. Zu spät. Da wäre noch mal einer. Max Payne hat eine gute Shotgun gehabt. Stimmt. Left 4 Dead hat eine gute Shotgun und zwar nicht die Auto-Shotgun, sondern halt diese erste Shotgun immer.
Also nicht, weil die Auto-Shotgun natürlich eine höhere Feuerrate und dadurch eigentlich besser, aber das Feeling von der ersten Shotgun war gut. Wer schreit denn hier noch? Wo ist denn noch jemand? Vielleicht auch jemand mit Magenbeschwerden oder so. Dreht sich nicht. Ufing. Was? Der Box ist gerade gar nicht so mit dem ganzen dem Kavanaugh und... Was ist... Das ist hier diese ganze Geschichte, wo er diese ganzen eindeutigen Sex-Sachen als Drinking-Games bezeichnet, oder was zum meinst Beispiel. Du? Oder halt, wie das Boofing, das halt ein Slang dafür ist, wenn man sich halt übergeben muss, wenn man zu viel gesoffen hat. Ja. Weil er darauf zuführt, ja, aber in der Beach Week im Ralph Club irgendwie hat so eine Partywoche hier gemacht hat, hat er dann noch, stand in seinem Jahrbuch, dass er halt ständig gebooft hat. Ja. Dabei geht der Boofen, heißt aber in dem Fall, dass er einfach einen schwachen Magen hatte, weil er ist ja halt schon immer empfindlich gewesen. Hat er nichts mit dem Trinken zu tun, dass die eine Woche lang durchgesoffen haben? Nein. Es war ein gereizter allem, Magen. Ja. Das ist wirklich der Ralph Club. Das ist ja auch schon, das hört sich auch noch an wie Kotzen. Der Kotzclub. Also die ganze Geschichte ist so furchtbar mit dem. Das ist so eine Riesenscheiße. Kann man sich nicht ausdenken. Kann man sich echt nicht ausdenken. Also ich versuche gerade jetzt den noch zu finden. Über dir? Hinter dir? Da oben? Verpack dich. Er hat es irgendwo in die Wand geglitscht und er schreit jetzt vor sich hin. Aber sowas sieht man tatsächlich kaum noch, oder? Dass mal so richtige Glitches. Nee. Das war früher schon häufiger, dass mal Gegner gerne in Wände geglitscht sind oder irgendwo festhingen. Das sieht weniger. So, was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie... Wir haben es daran geseilt, aber... Was, wenn ich hier noch Zeug... müssten das irgendwie von Zeug befreien. Da unten hintauchen. Du kannst da mit der Hacke wegmachen. Siehst du? Aufmerksam hingucken, hilft uns weiter. Muss der Wasserspiegel dafür vielleicht höher sein? Oder etwas unter Wasser machen. Gucken wir mal. Kann ich hier vielleicht unter Wasser irgendwas machen? Zumindest den erstmal. Sachen wegnehmen, das nicht. Oder da mit der Shotgun draufhalten. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Nee, es würde doch sonst nur so farblich hervorgehoben. Ja, das darfst du einfach. Schieß mal sicherheitshalber drauf, nicht, dass wir uns hinterher wieder ärgern. Nope. Vielleicht ist das erst der nächste Schritt. Vielleicht muss man vorher irgendwie einen von den anderen Hälsen so rumdrehen, dass das schon ein bisschen aufgefüllt wird. Aber ja, vielleicht muss auch wirklich das Wasser höher. Das kann auch sein. Das sieht ja hier so aus, als könnte das Wasser steigen. Und hier ist ja auch so eine Plattform, so ein Floß, was da mitschwimmen würde. Ja. Als müsste man irgendwie da Wasser reinlassen. Aber das geht, eigentlich geht es ja eher umgekehrt. Man muss ja eigentlich erst schau mal, drehen. Genau, schieß mal den Pfeil an den oberen. Ja, ja, ja. Weil ich glaube, der müsste dann da reinreichen. Das klingt gar nicht so verkehrt. Ich will jetzt ein... Das macht mich irre, dass der mir hier immer rumschreit. Ja, das ist unangenehm. Ist da oben jemand? Ja, wo ist der? Der ist auch nicht mehr. Das ist doch einfach nur ein Glitch und das ist halt einfach nur das... wird von so einem toten Kerl noch abgespielt. Hat wohl gesprochen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Was haben wir besprochen? Ja, schau mal. Gut, vielversprechend. Sehr vielversprechend. Ja, siehst du. Genau wie wir es vorher gesagt haben. Das sieht gut aus. So. Dann können wir jetzt oben das zweite Ding drehen. Also das, glaube ich, das erste Ding ist. Die Frage ist, wohin wir damit wollen. Ja, wieder auf das Rad, oder? Das war! Ach komm, oder? Fischtaco-Alarm. Wir sind jetzt gespawnt wegen Rätselfortschritt. Nein! Hau doch mal auf!
Hör doch mal! Hör mal! Verschwinden. Muss ich hier unten noch ein zweiter auftauchen? Jetzt hätte ich es gerade gesagt. Na. Weg hier. Das war ein Biss. Ein Quicktime-Event, weil ich anscheinend noch ausweichen konnte. Keine Ahnung. Zack. Haben wir es jetzt, Kinders? Nein, stopp. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen Zeug anpacken. Okay, wir müssen jetzt mal hier ummodeln. Das andere ist. Oh, nee, das hier in die andere Richtung, auf das Rad quasi drauf. Und dann mit dem ersten Schlangenkopf da hinten drauf. Läuft. Tatsache. Ja, und jetzt her mit der Schatulle. Sie gehen nicht rein. Die sah ja abgefahren aus. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil. Die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Was dachte sie denn? Die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unoratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Minges. Scheiße. Nanu. Das führt jemand von unseren Zuschauern einen Scheiße-Counter. Hab ich auch gesehen, vorher. Scheiße. Hier, jetzt kommen sie doch. Aber jetzt ist die Schatulle weg, haben sie gemerkt. Renn, Lara! Lauf, Martin! Ja, das mache ich. Wow. Ohne Tooltip.
Sehr gut. Ich bin stolz auf. Ja! Ich glaube nicht, dass hier kein Mann gesagt hat, dass wir rennen einfach. Oh. Nein! Oh! Lauf, Lara! Ja, sie hat gerade die Hand genommen. Verdammt! Scheiße! Ja, aber das war jetzt wieder außer Spesen nichts gewesen. Ja. Wir wissen, dass die Schatulle weg ist. Man wird hier in einer Tour nur beschissen. Ich glaube auch. Das ist nur Licht. Jawohl, da geht sogar Wasser. Im Katalog anders. Wasser. Gibt's Wasser? Endlich. Ordentlich einen Schluck. Das wurde mir im Reisebüro anders versprochen. Ja. Geschafft. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dann können wir es dem Typen verchecken und dann einen teuren Bogen dafür kaufen. Klingt nach einem guten Plan. Ja, jetzt, wenn du einen Tooltip hättest, ne? Ja, das schaffen wir ohne. Dann kann ich einfach durchdrücken, wenn du dich einfach hindrückst. So dünn ist die Lara. Na gut. Die dicke Lara drückt die dünne Lara durch den dicken Spalt. Das könnte helfen. Steigeisen. Das hatte ich mal an. Als auf dem Gletscher warst, oder? Voll cool. Das Wohnzimmer vielleicht nicht unbedingt. Ach. Wobei, wenn du halt Laminat hattest, ist egal. Parkett ist es halt scheiße. Ja. Wenn es vom Vermieter ist. So. Soll ich da rüber? Ja. Überhangstieg, springen und drücken Sie X. Na dann. Ja. Gut geklappt. Boah. Überhang verlassen. Aha. Na dann. Drücke sie erst nach vorne, um es von Überhängen zu lösen. Huiuiui.
Festhalten. Sehr gut. Das zieht bestimmt in den Arm und in den Beinen und in Muskeln, von denen man nicht mehr wusste, dass man die hat. Aber es hat gut trainiert. Was denn? Seitwärtssprung überhängend. Ja, langsam diese weißt du, Disziplin hier. Ich mache halt so Dad Noises, wenn ich von der Couch so, aufstehe. Oh. So, wo lang geht's jetzt? Soll ich das mal abseilen vielleicht? Ja. So und so rüberschwingen. Schon krass, dass die da alles rausholen aus dem. Ja. Plop. Ja. Da geht's auch noch. Haben wir gerade zum richtigen Zeitpunkt die Steigeisen gefunden. Gut, dass da der Bruder vom Messner abgestürzt ist. Hier ist er übrigens, Reinhold, falls du ihn suchst. Das hat nicht geklappt. Nach links sollst du springen, Mädchen. Sehr gut. Also bis jetzt geht's auch ganz gut, ohne die farbliche Markierung. Ja, geh einfach weiter, du musst ja gar nicht springen. Ich muss springen, es ist der einzige Weg. Du musst ja gar nicht springen, ich muss springen. Das ist schon ein paar Mal, sorry. Echt? Die hört doch zu. Das ist echt. Also, du kannst ja nicht springen. Ich muss ja irgendwo anders. Ich kann nicht bis da rüber springen. Nach oben, oder? Nee. Kann ich mich abseilen? Ah, okay. Das geht zum Glück. Nee. Jetzt häng ich hier so ein Depp. Wie so eine Deppen. Ja, das ist doch zu weit, oder? Das ist viel zu weit. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir machen die Markierungen aus. Schnauze. Eine Markierung hilft mir jetzt auch nichts, wenn es hier. Sollte man mal probieren, was soll schon passieren? Ja, unten ist Wasser. Ich muss ein bisschen. Wie konnten sie auch wenigstens so laufen? Auch nicht so richtig. Das ist der Käse. Tödliches Wasser. Das war so ein bisschen wie diese Simpsons-Folge, wo Homer im World Trade Center ist und dann versucht, diesen Stecken zu nehmen, um zu dem Pizzaladen auf seiner Straßenseite zu kommen. So, jetzt halt nochmal. Können wir vielleicht nochmal genau zuhören, wenn die Frau redet. Gibt es da noch einen versteckten Tipp? Sie muss springen? Irgendwas. Noch ein bisschen weiter. Erstmal. Da habe ich nur gesagt, sie muss springen, es gibt keinen anderen Weg oder sowas. Ja. Das war es, glaube ich, nur. Jetzt mal hier nach oben noch. Wie versteckte Hinweise gab es da, glaube ich, nicht. Ich muss springen. Es ist der einzige Weg. Ja, einfach so jetzt mal springen. Soll ich mal einfach machen, oder was? Das war auch Quatsch, oder? Und sie beugt sich nach vorne und sagt an der Stelle, sie muss springen. Ja, also, machen mal. Vielleicht kommt eine Zwischensequenz. Ach, dann geht's natürlich von da aus. Was da rein ist. Na, egal. Hätten wir besser auf sie hören sollen. Da. Nichts hätte ich gesagt, sie muss sich abseilen, das ist der einzige Weg. Sie muss springen, das ist der einzige Weg. Einfach mal besser zuhören, dann klappt das auch.
Ja, wir wohnen jetzt hier. This is my life now. Das ist der besten Reddit-Threads. Mit so gute Sachen. Also ich mitbekommen, dass Daniel da auf der Reddit-Frontpage war mit seinem Lego-Scheiß. Nee, echt? Mhm. Erzähl. Ja, der hat doch da auf der EGX das Lego-Männchen runtergeschmissen. Ich hab doch nicht geguckt. Ich hab nur den Tweet gesehen. Ganz schön gut. Und das, da gibt's dann einen so einen Thread, der so ein Reddit-Thread, der heißt People Dying Inside. Alles. Und da ist das drin gewesen. Sieht er denn so aus, als wäre es ihm richtig peinlich oder unangenehm? Oh ja. Das ist ja das bei dem Thread ja immer so, People Dying Inside, wenn halt irgendwas passiert und du richtig innerlich so, scheiße. Okay, hab ich ja nicht geguckt, super. Siehst du mal. Ja, ich glaube, wir machen an dieser Stelle eine kurze Bedenkpause und dann versuchen wir wieder hochzuklettern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.